Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Ich hatte jetzt seit dem letzten Mal tatsächlich die ganzen Sachen, die ich geholt habe, nach Hause gebracht. Die Mischung, die wir bereits angeschmissen haben, also die Betonmischung, habe ich jetzt hier verbaut, habe auch schon neue angeschmissen und auch davon schon einiges verbaut, um hier nochmal ordentlich nachzusetzen mit dem Beton, dass hier alles wirklich stabil ist. Auch hier unten. Man sieht allerdings auch, mir ist die Mischung ausgegangen, mir sind die Pflastersteine ausgegangen. Beziehungsweise Mischung ist jetzt, glaube ich, noch am werkeln im Betonmischer, aber das sollte jetzt erstmal so reichen. Ich habe ein paar Felder noch gebaut gehabt mit dem Nitrat, was ich mitgebracht habe. Für weitere Felder fehlt uns jetzt wieder das vergammelte Fleisch. Aber das wollte ich nicht jetzt so aktiv holen. Wenn wir unterwegs welches finden, nehmen wir es selbstverständlich mit. Hauptziel der heutigen Folge ist ein Besuch in der Kirche. Na, guck mal, hier liegt zum Beispiel das Gammelfleisch, das liegt hier einfach rum. Das nehmen wir mit. Oh, das gibt sogar direkt Nitrat, wie praktisch. Ja, ein Ausflug in die Kirche mit Quest. Dann können wir da nochmal die Bibliothek looten. Durcharbeiten, kämpfen. Und das Ganze jetzt ausnahmsweise sogar mal nachts. Also wird wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder als sonst. Ich schau mal, ob das nicht zu herausfordert wird und ich mich da vielleicht ein bisschen vertue und das keine schlaue Idee ist. Meine erste Aktion wird allerdings trotzdem sein, dass ich kurz reinrenne und nochmal in die Bibliothek schaue. Ich weiß nämlich nicht, ob das diese Kirche hier war. Oder eine andere. Weil so eine Bibliothek loote ich gerne doppelt. Ja. Es ist noch nicht Nacht, hör auf so rumzurennen. So. Hallo. Ah. Tot. Bücherregal. Haben wir? Ah ne, warte. Haben wir noch nicht. Wieder was gelernt. Oh, schön. Für geschlafenen Opfer nachts mit Schleichangriffen 50% Schaden zusätzlich zu. Oh. Habt das gehört? Habt das gehört? War das letzte, ne? Warte mal. Ja. Nachtbürscher. Ja. Zwei Teile schon voll. Ah, jetzt habe ich nicht gelesen, was es für einen Bonus gibt. Nachtpirscher. Nächtliche Schleichangriffe mit Messern. 200% zusätzlich. Wow. Naja, abgesehen davon, dass ich weder schleiche, noch ein Messer benutze. Klingt aber trotzdem gut. Was haben wir hier? Jo, irgendwas Sinnloses. Okay, Händler freut sich, aber da ist noch ein Buch oder Bücherregal oder war ich da jetzt schon dran? Ah, gut. Oh, schön. Ich sage meinen Soldaten immer, nur ja nicht zusammenzucken. Mit dieser Methode sollte es kein Problem sein, dich während des Schießens automatischer Waffe auf dein Ziel zuzubewegen. Vollautomatisches Feuer wird mit jedem abgegebenen Schuss genauer. Ah. Ich weiß jetzt nicht, wen für euch das was sagt. Ich spiele auch total gerne Borderlands. Und genau das, was dieses Buch mir gerade beigebracht hat, machen dort die Hyperion-Waffen. Ich finde es total geiles Konzept. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ganz schön Munition verschwenden würde, wenn ich hier mit vollautomatischen Waffen spiele. Kann sein, dass sich das später natürlich ändert, aber aktuell klingt das noch nicht nach etwas, was ich auf die Schnelle tun werde. Erstmal hier einsortieren. Weg mit dem Kram. Oh. Und los geht's. Ja. Natürlich machen wir es jetzt alles genüsslich mit Looten und allem drum und dran. Nicht so schnell. Oh Gott.
Ich befürchte jetzt schon, dass es keine schlaue Idee war, das nachts zu machen. Haben wir schon? Haben wir schon? Hm. Haben wir auch alle schon? Aber was zu trinken ist okay. Oh. Lernen wir doch mal, wie ein Verbandskasten geht. Wie geht denn ein Verbandskasten? Wenn wir das jetzt schon können. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Oh, ist ja sogar relativ günstig. Nett. Lernen. Und noch ein Buch, was wir schon haben. Schränkchen. Essen und eine Dose. Drüben ist nichts mehr. Können wir jetzt weiter. Okay, der braucht einen Moment, um da durchzukommen. Dann kann ich mich mal mit den Särgen hier beschäftigen. Oh, Munition. Oh. Ich höre hier relativ viel. Ei. Gut. Ja. Okay. Öl. Öl aus dem Sarg. Ist in Ordnung. Schiene, ja. Ich merke jetzt schon, ich muss wahrscheinlich aussortieren zwischendurch. Ist ja schon recht viel, was man gerade hier mitnimmt. Oh, Messbecher. Schick. Ja, mach bitte auf. Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht. Oh. Okay. Ab nach oben. Ich sollte die ganzen Sachen. Ach, so Dekokram sollte ich nicht mehr nehmen. So viel Platz habe ich schon wieder nicht. Aber eigentlich, ich will. Oh. Künstliche Beleuchtung. Können wir zu Hause hinhängen. Oh. Na? Wolltest du dich vordringeln? Okay. Wieder Öl. Ist okay. Bitte unten bleiben. Wow. Wo kommst du denn her? Egal. Ah, 6er Eisenhelm. Genauso gut wie meiner. Gibt Geld. Na! Oh. Oh. Wo kam der denn? Ey. Sollt ihr besser aufpassen? So, weiter hoch. Okay.
Oh. Es regnet Zombies. Oh. Bist du tot? Nö. Na toll. Echt jetzt? Du bringst dich dann einfach selber um? Oh, okay, warte. Alles gut? Hier unten war nochmal Loot. Hat sich gelohnt. Also, was heißt, sie hat sich gelohnt? Es war nicht ganz umsonst. Ist vielleicht die bessere Wortwahl. Ja. Und tschüss. Weiter geht's. Ja? Schauen wir mal nach. Oh. Gut, einer nach dem anderen bitte. Oh, oh, das ist langsam nicht mehr einer nach dem anderen. Oh, Knüppel. Ah, komm. Haha. Okay. Ein grüner Hüpfer. Okay. Boden unter den Füßen weggeschossen. Boah. Ich sterbe doch jetzt nicht an dem grünen Hüpfer, oder? Oh Mann. Leichen. Oh Gott, ich freue mich gerade über Leichen in der Kirche. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Oh. So, ich kam von der Treppe. Nehmen wir mal hier rein. Okay. Lucky Looter. Ah, natürlich habe ich meinen Dietrich hier schon wieder nicht dabei, ne? Wie viele Schläge brauche ich? Geht. Das ist in etwa genauso schnell, als wenn ich jetzt mit mehreren Dietrichen versuche, es aufzumachen. Das ist okay. Wow. So, ich habe das Gefühl, dass es jetzt hier gerade weitergeht. Da gucke ich mich lieber noch mal kurz um. Nicht, dass wir hier noch was übersehen. Ach, Beichtstuhl, okay. Schauen wir mal rein. Auch nichts. Ach, das ist auch eine. Ah. Okay, Plastik. Ach ja, da sind wir lang gegangen. Gut. Dann gehen wir jetzt die Leiter hoch. Und lasst uns mal überraschen, was da gleich noch passiert. Bücherregal. Habe ich schon. Ich rieche Geier. Warte mal. Lad mal nach.
Na, muss ich hier raus? Und dann? Da, Turm. Die Geier waren die letzten. Ah, sehr gut. Magst du da bitte einfach? So. Haben wir das? Ja, piek jetzt rein. Oh nee, ich muss jetzt ja in die Leiter hüpfen. Okay. Alter. Ah, Endloot. Verschlossen. Scheiße. Dann gucken wir uns mal den Rest erstmal an. So. Wand. Ganz viele Waffenteile. Gut. Pinsel weg. Plastik haben wir. Ja. Komm, Wasser kann ich trinken. Dann haben wir da den Platz für. Oh, da ist noch eine Waffentasche. Oi, das gibt auch Geld. Tu jetzt nicht unbedingt. Zerlegen wir. Zerlegen. Kämmerchen ist da. Müssen wir da noch ran? Oh, 10.000. Nee, nee, die. Ah, nee, keine gute Idee. Ah, ich bräuchte vielleicht noch mal ein bisschen Holz. Dann könnte ich mir mit ein paar Frames hier hocharbeiten. Egal, komm. Runter. Runter. Beunruhigend. So. Ich habe geparkt da hinten. Arbeiten wir uns mal nach unten. Schlechte Idee. Dann gehen wir mal da wieder rein, wo wir rausgekommen sind. Oder? Runter bitte. Ah, Stacheldraht. Ah, den machen wir kurz weg. Kommen wir schneller wieder hoch. Und wir stehen da. Haben wir an der Seite zufällig eine Ausgangstür. So ganz zufällig. Nö. Machen wir uns eine. Das ist ja kein Problem. Wenn die Spitzhacke hält. Sonst ist es vielleicht doch ein Problem. Oh. Zweimal? Oh. Dreimal. Ja, gut, schlechte Idee. Haben wir eine Tür? Gibt doch hier bestimmt einen Haupteingang, oder? Will nicht den ganzen Raum wieder durchlaufen müssen, also das ganze Gebäude. Oh. Echt gehabt. Aha. Nehmen wir das Fenster. Das ist auch okay. So, Motorrad. Da. Dann fahre ich doch gleich zum Fenster wieder rum. Und dann gucken wir gleich mal, was in der großen Kiste drin ist. Bin ein bisschen gespannt. Wir wieder coolen Scheiß kriegen. Hier. Nimm. Nettes Motorrad, nimm. Ist. So, Dietriche. Zur Sicherheit nehme ich noch mal die Süßigkeiten mit. Ach, ist nicht das Fenster, wo ich hergekommen bin, aber ist egal. Ein da.
Kerzen nehmen wir aber nochmal mit. Kann ich zu Hause zum Ausleuchten nehmen? Gut, man sollte sie auch treffen. Wo habe ich mir den Weg denn gemacht? Ich glaube hier. Jetzt rechts hoch. Nee. Hatte ich mir das nicht freigemacht? Okay. Kann auch so sein, dass ich mich jetzt hier vertue. Ist, ja. Ach, hier habe ich mich freigemacht. Ja, ist okay. Dann wieder raus. Hier links. Rüber. Okay. Ja. Und auf geht's. Oh, 15 Sekunden, das ist schon heftig. Ah. Hälfte haben wir? Hälfte? Ah. Ey. Ja. Und ja, wir haben irgendwie Bullshit. Ist okay. Hat sich jetzt meiner Meinung nach nicht so ganz gelohnt, aber ist okay. Ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein. Ich beende es jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.